dass 60% der Berlinerinnen und Berliner dafür gestimmt haben, Deutsche Wohnen und Co. und andere große Riesenkonzerne zu enteignen. Ist das vielleicht eine gute Erinnerung an Frau Giffey da drüben im Roten Rathaus, dass sie mal endlich Schritte macht mit dem Enteignen? Genau. An dieser Stelle wäre vielleicht auch nochmal eine kurze Parole gut. Keine Profite mit der Miete! Keine Profite mit der Miete! Keine Profite mit der Miete! Hi! Dankeschön! Als nächstes spricht der Redner vom Sicherheits- und Bundesbündnis über die Lage der Jugend in dieser Krise. Das billige Gampfbrot Gampf zu machen. Liebe Genossinnen und Genossen, die letzte Zeit hat uns allen und speziell uns Jugendlichen viel abverlangt. Unser soziales Leben wurde auf den Kopf gestellt und die Normalität, die uns laut versprochen wurde, hat auch nach Corona nicht eingesetzt. Stattdessen scheint sich Krisen zu normalisieren, welche sich auch auf unsere mentale Gesundheit auswirken. Psychische Probleme werden die Regel und viele Jugendliche versuchen vergeblich Hilfsangebote und Therapieplätze zu finden. Perspektivlosigkeit, Existenzangst, dauernde Konkurrenz und Leistungsdruck. All das sind strukturelle Probleme des kapitalistischen Systems. Dort, wo keine Chancengleichheit herrscht und Profittreiberei sich in alle Lebensbereiche ausgedehnt hat, ist kein Platz mehr für Solidarität und Gemeinschaftlichkeit. In diesen Zeiten wird sich dieser Druck noch weiter verschärfen. Die Studierenden reichen BAföG kaum noch aus und auch Schülerinnen müssen mit den Geldsorgen der eigenen Eltern kämpfen. Günstige Kulturangebote, Kinobesuche oder einfach der Pausensnack sind schon lange nicht mehr selbstverständlich. Selbst die Beschaffung von Lernmaterial bedeutet besonders Studierende und hohe Ausgaben. Neben den jungen Menschen werden insbesondere Frauen immer wieder zu Opfern dieser Krise. In diesen Zeiten spitzt sich die häusliche Gewalt durch die Hausnummer immer mehr zu. Mittlerweile wurden in Deutschland im Jahr 2022 bereits 93 Frauen ermordet, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel höher ist. In Deutschland wird alle 3 Tage eine Frau ermordet und in jedem Tag wird ein Suizid versucht. Obwohl wir offensichtlich ein strukturelles Problem des Patriarchats unternimmt, beim BAD jedoch noch die Gala. Zum Teil wird die Polizei angegriffen, die mit sozialer Gewalt verraten hat. Das ist dann tatsächlich die Polizei. Auch Frauen haben schon die Realität mit der Schäden. Die Polizei ist aber laufend erzählt, dass die Zivilpolitik alternativ sei. Aber wie kann es sein, dass ein Einzelner immer wieder einladen, die den Arbeiterinnen mit einer wichtigen Nachrichten der Kämpfer haben, wie kann das sein, dass das Bundesrepublik den guten Dünsten Militärmacht aufrüsten will und dafür 100 Milliarden investiert, neben Gehörden, Sozialhilfe, Frauenhäuser, das 9-Euro-Ticket und all die anderen lebenswichtigen Bereiche angeblich das Geld fehlen? Die Aufrüstung, Militarisierung und die Gewinne aus Krisen und Krieg sehnten sich manche Fraktionen schon seit Ewigkeiten herbei. So haben sich Sigmar Gabriel und Co. für den Ausbau des amerikanischen Atombombenarsenals in der Bundesrepublik ausgesprochen und sich lang und breit über den angeblichen katastrophalen Zustand der Gesellschaft der Bundeswehr beschwert. Von einer Zeitenwende zu reden und damit 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr zu rechtfertigen, ist somit verloren. Die Bundeswehr geht aktuell auf die sogenannten Zeitenwende, wobei sie klassische Kriegs- und Aufrüstungspropaganda des Zeiten spüren, um die Jugendlichen zu fliehen. Ich möchte noch immer drei verschiedene Freunde für die Deutschen machen, die sich zur Weltpartei haben. Das ist auch, die sich zur Weihnachtsbürger des Kindes erinnern. Wobei auch nicht die Herzen nicht einzig und allein können wir herrschen lassen, wenn man uns auf die Ordnung. Wir haben keine Lust, um zum Verzicht zu üben, die superreichen Milliardenschöpfe. Und das ist ja hinten auf solchen Luftluxushaus gefeiert. Wir wollen den Gürtel nicht etwas enger schneiden. Scholz und Co. unterhalten. Von Solidarität haben wir ein anderes Verständnis als die Ampelregierung. Solidarität heißt nämlich nicht, Arme noch ärmer zu machen. Mit der Hand.
gedauert hat. Herzlichen Dank! So einen großen Applaus einmal für diesen Beitrag für die Jugend in der Krise. Jetzt begrüßen wir die Initiative der Jugendlichen Arme von Frauen. Danke, dass Sie da sind. Die Jugendlichen kommen gerne nach vorne. Thank you.
Macht der Banken und Konzerne bricht. Die Macht der Banken und Konzerne bricht. Ideologie langläuft, wird uns das Laufen schwer gemacht. Warum? Weil wir eine klare Lösung haben.